Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher. So, ja, nach dem letzten Mal abschmieren hat er auch noch irgendwie gespeichert. Keine Ahnung, warum das jetzt, wieso es jetzt so passiert ist, wie es passiert ist. Kann ich mir jetzt gerade nicht erklären. Aber wir wollen ja jetzt noch das letzte der Katzenschulenausrüstung uns besorgen. Das soll auf einem, ja, gesunkenen Schiff, glaube ich, sein. Lauf, Blätze. Also Wrack, fliegender Hirsch. Müssen wir mal gucken, ob wir es nicht gleich finden. Eigentlich könnte ich ja gleich mit dem Boot, ne? Ja, komm mal her, Nick, her. Kopf ab. Besser ist. Na. Ja, blaues. Unbedingt rotes. War irgendwie nicht so wirklich Glück. In der Hinsicht. Gut. Da soll. Also da hinten soll ich hin und da möchte ich hin. Ist nur die Frage, ist es jetzt sinnvoll, da jetzt hinzuschwimmen? Oder ist das jetzt gleich ein Schutz ins Wasser? Auf jeden Fall, wir könnten noch mal ein bisschen Dorn mitnehmen. Schmugglerversteck. Ach, da hinten. Da wurde ein bisschen was geschmuggelt. Na denn? Ein Schmugglerversteck in Ehren kann keiner verwehren. So, gucken wir mal. Einer fehlt noch. Nee, den habe ich. Den auch. Hier. So, Schmugglerversteck entschmuggelt. Also, und hier ist das Wrack des fliegenden Hirsch. Kann ich hier irgendwie an Bord? Ja, hier. Das heißt, wir müssen ja irgendwo auf Hexer. Da vorne ist sogar noch ein bewachter Schatz. Na gut. Hexer-Ausrüstung erhalten. Ah, hier. Notiz eines Magiers. Und eine Armbrust. Oh. Kian hat den fliegenden Hirsch als eine Art Wache angeheuert. Ein Sack prallgefüllt mit Novigrader Kronen hat den Käpt'n überzeugt, mich in seiner Kajüte unterzubringen. Es läuft alles nach Plan. Eigentlich finde ich diese Expedition sogar amüsant. Ich bin froh, dass ich die Entführung nicht von irgendeinem hirnlosen Muskelprotz erledigen lasse. Ich selbst kriege sie elegant dahin. Er ist vorsichtig. Mit einer beiläufigen platzierten vergifteten Apfel wird ihm nicht beizukommen sein. Ich werde ihn wohl mit einem Zauber von den Füßen holen und per Teleport fortschaffen müssen. Hoffentlich landen wir nicht irgendwo mitten in der Tempelinsel, sondern in meinem unterirdischen Quartier. Die Kraft, die aus meinem Labor pulsiert, strömt ein Gutteil meiner Versuche ab, nach Hause zu teleportieren. Sehr hohes Resistenzniveau gegen psionischen Zauber. Zeit, die zur vervollständigen Durchdringung seines Nervensystems erforderlich ist. Mindestens eine halbe Stunde. Noch ein paar Augenblicke und der Hexer ist transportbereit. Jetzt muss ich nur noch unsere Spuren verwischen. Wie wär's mit einem kleinen Wetterumschwung? Während ich auf günstige Witterung wartete, durchsuchte ich seine Sachen. Es waren einige sehr interessante Dokumente darunter. Eine Karte von Est Tahir und Handwerkschemas elfischer Herkunft. Randnotiz. Hoch
interessante Zeichnung einer einhändigen Armbrust, vermutlich für die Jagd auf Draconide oder Ornithosaurier, muss während des Verhörs nachfragen: Ich finde, meine Theorie bestätigt, dass die Hexer der Katzenschule Elfenwaffen einsetzen. Und man hört und staune Notizen von Professor Sigismund Golga. Es ist offensichtlich, dass der Hexer etwas mit dem Verschwinden des berühmten Professors zu tun hat. Könnte sein, dass ich mit diesen Komulomibi etwas übertrieben habe. Keine Zeit zu verlieren. Ich muss evakuieren. Okay, das war jetzt das letzte mit Katzenschulenarmbrust. Aha. Oh, und irgendwen haben wir noch hier. Logbuch des Kapitäns. Haben Novigrad verlassen. Segeln Richtung Süden nach Bremenwood. Alles ruhig. Sind in Bremerwood angekommen. Hafen ist voll. 4 Halunken, 6 Koggen, eine Kranke und fast ein Dutzend Langschiffe. Seltsam. Auf fast der Hälfte dieser Langschiffe sind Freibeuter, die für das Kaiserreich fahren. Was will das alte Nilfgaard mit einer Piratenflotte? Und warum liegt sie in Bremerford? Beladen abgeschlossen. Alle Passagiere sind an Bord. Wir verlassen Bremerford mit Kurs auf Novigrad. Seltsam. Ein Magier hat eine Unsumme bezahlt, um eine Kabine mit dem Hexer teilen zu können. Mutanten finden sich wohl anziehend. Der Hexer ist ein echter Schatz, nicht nur wegen der Monster. Selbst die Zöllner sind in Kiyamas Gegenwart höflicher. Und sie sind nicht ganz so skrupellos wie sonst. Scheinbar haben die Legenden, die sich um unseren Hexer ranken, ihren Diensteifer gebremst. Schneller Druckabfall. Der Wind hat gedreht. Könnte jetzt diesen Magier brauchen, der den Hexer wie ein Schatten gefolgt ist. Aber die beiden sind nirgends zu finden. Feiglinge. Der Bootsmann sagt, er hätte heute Morgen einen schrecklichen Lärm in der Kabine des Hexers gehört. Und helle Blitze wären unter der Tür zu sehen gewesen. Seitdem ist es ruhig. Muss nachsehen. Die Kabine ist leer. Kann das Schiff jetzt nicht durchsuchen. Wir müssen die Segel reffen. Schaffen es nicht bis zum Hafen. Müssen draußen auf See bleiben. Wir werden die Stacksegel hissen und hoffen, dass die Götter über uns wachen. Okay. Ah, noch eine Gorgon. Oder? Ein Basilisk. Na gut, auch du kriegst was mit dem guten Öl. Ne, Bestienöl. Nekrophagen. Da. Ah, hier geblieben. Verdammt, bist du hässlich. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Hoppala. Nee, nee, nee. Da hat er mich erwischt. Aber das Gift macht nicht allzu viel Schaden. Konzipiell sein Schaden ist sehr gering. Aber er ist störrischer als die meisten. Und trotzdem verliert er den Kopf. Jawohl, endlich mal wieder ein rotes Muttergehen. So, was hast du denn hier für einen Schatz bewacht? Na, hat sich doch gelohnt, schon mal hierher zu reisen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber eine schöne Armbrust, die könnten wir uns doch dann von unserem Schwertschmied machen lassen, oder? Täuschte das jetzt? So, wir hätten da sowieso nochmal ein Fragezeichen. Gucke ich mal, dass ich jetzt von dorthin rüberkomme.
Wir müssen sowieso relativ viel Stück schwimmen. Ich hätte das Boot nehmen sollen. Ich bin mal echt gespannt, was die Hexen, Schulen, Katzen, Armbrust so Schönes drauf hat. Wird bestimmt ein bisschen Schaden machen können. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Müssen wir mal gucken, dass wir uns vielleicht mal die Katzenausrüstung in der Stadt zusammen zimmern lassen. Um zu schauen, ob wir schon alles soweit da haben. Oder ob vielleicht doch noch ein bisschen was fehlt. So, Plätze. Wir wollen doch hier nicht und so, ne? Das sind nur Wölfe. Alles gut, sind nur Wölfe. Wölfen gehe ich momentan wirklich aus dem Weg. So, was haben wir hier? Reißt ihm die Eier ab! Haltet die Schnauze und kämpft! Okay, dann wollen wir doch mal. Hexerei! Bist fast am Ende, was? Natürlich! Naja. Ich wollte gerade sagen, habt ihr jetzt gar nichts dabei? Ist ja traurig hier. Aha. So, auch hier haben wir alles. Ob es auch Sets gibt für normale Rüstung, also nicht nur für Hexerausrüstung. Könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen. Ja, das war's. Das war ja jetzt nicht wirklich viel hier. Hatte jetzt eher gedacht, okay, gut, wir sind jetzt hier relativ fix. Wieder weiter. Hm. Na gut, dann einmal. Let's go. Die Stadt da hinten sieht eigentlich auch ganz cool aus, ne? So, hier war irgendwo... Hier ist die Schnellreise. Hier waren wir ja soweit schon mal. Gut. Na gut, den da unten hätte ich noch machen können. Ich hätte auch noch die machen können, aber... wir haben ja sowieso noch nicht alles. Jetzt muss ich mal gucken, wo war jetzt unser... Das ist ein Rüstungsschmied. Und das ist der Waffenschmied. Das heißt, eigentlich müsste ich ja von hier aus laufen. Weil wir müssen ja auch... Also ich möchte auf jeden Fall die Waffe machen. Ich möchte ja auf jeden Fall die Waffe machen. Warum bist du auf der Straße, ne? Willst du anständige Männer auf schmutzige Gedanken bringen? Ich muss zum Brunnen. Natürlich, um ihn zu vergiften. Ganz sicher. Ich glaube, die Dame legt keinen Wert mehr auf eure Begleitung. Dame? Welche Dame? Hast du die Ohren gesehen? Elfen. Jedes Kind weiß, dass Elfen nichts Gutes im Schilde führen. Ich führe nichts im Schilde, ich schwör's. Ich möchte nur Wasser holen. Und wie willst du Wasser holen? Wo ist dein Krug, hä? Wo ist dein Eimer? Warum erzählst du nicht einfach die Wahrheit? Was meinst du mit warum? Sie ist ein Anderling, die lügen wie gedruckt. Lass dich vom schönen Gesicht nicht verzaubern, Hexer. Von außen bild hübsch diese Elfinnen. Puh, aber von innen verdorben. Lasst sie in Ruhe. Welches Recht hast du, mir Befehle zu erteilen, hä? Lass uns gehen, Radi. Töten ist wie ein Wimpernzucken für Hexer. Du kannst durchatmen. Es ist vorbei. Vorbei? Für dich vielleicht. Du ziehst fröhlich weiter. Aber ich werde hier bleiben müssen. Und sie auch. Dagegen kann ich nichts tun. Warum hast du dich überhaupt eingemischt?
Du hast diese Flegel nicht um meinetwillen, sondern um deinetwillen vertrieben. Um dich gerecht und gut zu fühlen. Ein Ritter auf einem weißen Ross. Oder lieg ich da falsch? Geh, Wattgern. Und vergiss nicht, wir wollen und brauchen dein Mitleid nicht. Ich wollte nur nett sein, ganz ehrlich. Denn nicht. So, jetzt bin ich hier jetzt gerade ein bisschen vom Schuss abgekommen. Da. Ich sollte mir das am besten mal markieren hier. So, dann gucken wir doch mal. Unser werter Freund hier. Grüß dich, Abe Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Dann wollen wir doch mal gucken. Die ist Stufe 29? Oh. Gut, wir hätten alles da, aber 29 sind wir ja noch gar nicht. Gut, ich lasse sie trotzdem anfertigen. Jetzt gucken wir nochmal. Verdammt, jetzt habe ich gar nicht... Wir hatten ein Katzensilberschwert, hatten wir ja schon fertig gemacht. Bis dann. Moment, jetzt muss ich erstmal zur Truhe. Die war ja hier auch in der Nähe, deswegen eigentlich alles in Ordnung. Ich muss jetzt einfach nochmal hier hin zurück. Und nochmal gucken wegen der Truhe. Wir hatten jetzt schon eins, hatten wir davon schon fertig gemacht. Da hatte ich sogar zu groß gebaut. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Wo ich mir dann selber ein bisschen in den Hintern gebissen habe. Aber na gut. Komm schon, das war nichts. So. Genau, hier. Das Katzensilberschwert. Gut. Das war das Silberschwert, was wir schon hatten. Aber 29, also 23 sind wir ja bald. Das heißt, das könnten wir bald vielleicht mal benutzen. Das Greifenschwert kann ich jetzt erstmal wegpacken. Ne, ich nehme es nochmal mit. Ich nehme es nochmal kurz mit. Aber ich glaube, ich würde das Greifen Silberschwert schon... Ne, Stahlschwert. Ja, ist das ja. Aber dass wir das schon vergrößern können, weil ich glaube, dafür haben wir den Bauplan nicht gehabt. Ich hab dich im Schauen wir, glauben wir, gleich nochmal. Wir werden das ja hier gleich sehen können. So. Grüß dich, Abe Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Na, nochmal was anfertigen. Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? So, das heißt, wir haben das Katzensilberschwert schon ein stärker. Das Greifensilberschwert, das haben wir ja schon. Genau, das haben wir schon gemacht. Das heißt, daraus könnten wir schon das Überlegene machen. Das wäre dann auch Stufe 29. Das Vipers Silberschwert, ja, das hatte ich ja mal verkauft, ne? Das hat aber auch kein Set soweit, ne? Ne, ist einfach nur Hexerausrüstung. Okay. Greifenstahlschwert. Katzenstahlschwert. Haben wir noch nicht. Bären. Verbessertes Greifenstahlschwert. Mhm. Ich hab's doch jetzt gerade mitgenommen. Verbessertes Katzenstahlschwert. Gut, ich muss jetzt mal das Katzenstahlschwert bauen. Zack. Dann muss ich gucken. Ja, dann können wir gleich gucken. Dunkelstahlbahn. Das war ja dann hier unter Handwerkzutaten. Dunkelstahlbahn. Da haben wir ihn. Okay. Können wir auch aus dem machen, aus Dunkelstahlbahn. Ja gut, ich mache das hier erstmal aus dem Erz. Zwei Stück brauchten wir. Denn, zack, wo haben wir es denn? Das ist Katzen.
Hier haben wir's. So. Alle Teile vorhanden. Wunderbar. Und das Verbesserte. Wieso habe ich denn jetzt das Verbesserte? Habe ich das jetzt schon? Nee, das habe ich doch noch nicht. Also überlegene Stahlschwert sollte ich noch nicht machen, damit wir dann halt ab 23 auch wirklich neue Waffen haben. Würde jetzt aber auch nur ein klein bisschen besser sein, ne? So, ich guck mal kurz im Handel, müsste es ja drinnen stehen. Wir haben hier, ah nee, das ist schon das verbesserte Greifenstahlschwert. Und wir tragen noch das Greifen-Silberschwert. Das hätte verbessert werden müssen. Da müssen wir nochmal gucken. Das heißt nochmal in Handwerk zurück. Alles soweit zu, was ich jetzt nicht brauche. Silberschwerter. So, das haben wir. Ich habe aber noch nicht da, das war was gefehlt hat. Okay. Gut, dann weiß ich ja jetzt wenigstens Bescheid, was jetzt erstmal fehlt. Dann gucken wir nochmal. Du kannst hier aber auf jeden Fall nochmal ein bisschen was nehmen. Was ich zum Beispiel nicht brauche. Dann müssen wir das Geld irgendwie wieder reinkriegen hier. Das heißt, du kriegst jetzt erstmal ordentlich was in den Hals geschoben. Ja, das passt eigentlich erstmal schon mal. Hier nicht, hier auch nicht. Hier könnte man noch mal ein bisschen das ein oder andere bestimmt klein machen. Gucken wir mal beim Zerlegen. Na, siehst du, wir hätten hier noch mal Glas. Noch mal ein bisschen Gewicht verlieren. Wir haben gerade nämlich recht gut Geld dabei. Somit dürfte es ja eigentlich passen. Das wiegt doch schon nichts mehr. So, die ganzen Felle nochmal. Gut. Und das wiegt auch nichts mehr. Ja, passt doch. Passt doch, passt doch, passt doch. Mehr möchte ich jetzt eigentlich auch nicht zerlegen, weil... Ja, die bringen uns ja jetzt auch nichts, außer ein bisschen Staub. Wir könnten eigentlich aber auch langsam mal gucken, dass wir uns mit den Verzauberungen die Glyphen langsam so ein bisschen zusammenmixen. Das frisst auch alles richtig Kohle, ne? Okay, hier hätten wir jetzt zum Beispiel Hirden. Da kann man mal richtig Geld ausgeben, ey. So, das war Chancen auf Vergiften. Und ansonsten, ja, habe ich jetzt hier nur ganz viele kleine. Ob das passt soweit schon mal. Mehr Geld wollte ich jetzt auch nicht ausgeben. Auf 5000 will ich definitiv nicht runter. Bis dann. Und wir müssen jetzt noch das mit der Rüstung machen. Was hast du denn so graue Haare, Süße? So, und dann wollen wir doch mal gucken. Der Rüstungsschmied, der war hier oben irgendwo. Da renne ich jetzt noch mal kurz hin. Ich bin schick, mein Prügel dick. Du bist schick und dein Prügel ist dick. So, dann schauen wir doch mal, dass wir hier jetzt auch noch mal ein bisschen Hexerausrüstung kriegen. Das war die Vivaldi Bank. Ja, ich werde jedes Mal irritiert davon. Das ist die Vivaldi Bank. Immer noch. Komme ich hier durch? Nee. Das war ja Hacker sein Markt hier. Ich glaube, hier rüber muss ich durch. Über den großen Markt, ne? Zum Rüstungsschmied. Nee. Hier hinten war das. Meine Güte, das war aber auch nicht gerade ums Eck. Rararira, raratanga.
Ist der jetzt gerade nicht da, weil es jetzt Nacht ist? Könnte natürlich jetzt sein, das heißt, hoppala. Ich kann ja hier mal ein bisschen meditieren. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Nee, der ist hier vorne irgendwo noch drin. Hier war der Rüstungsschmied. Willkommen in meiner Werkstatt. Solide Handwerks... Ja, nee, Kannst du mir etwas herstellen? Gucken wir mal. Ich glaube, der kann nämlich auch nur Waffen machen. Kann er nämlich auch nur machen. Nee, er ist der Falsche. Bis dann. Bis dann. Gut. Brauchst du ein paar Ohrfeigen? Was ist denn? Müsste hier nicht eigentlich jemand sein? Oh, so ein Pech. Hier war doch ein Rüstungsschmied, oder nicht? Moment, ich kann das ja hier über die Karte irgendwo... Ach, hier unten. Allgemein Quest, Erkundung, Händler und Handwerker. Rüstungsschmied. Nee, das war ein Waffenschmied. Ah, hier oben haben wir nur Waffenschmiede. Gut, dann muss ich mir da markieren und muss jetzt nochmal gucken, wo hatten wir denn... Ach so, stimmt, eine Rüstung hätten wir in Krefels. Da hätten wir einen Rüstungsschmied, auch wenn er jetzt nicht der beste Rüstungsschmied ist, aber da hätten wir wenigstens einen. Gut, dann müssen wir... Ich habe erst einen Rüstungsschmied gefunden? Wahnsinn! Ich sollte eine Zulage für die Arbeit in diesem Scheißwetter fordern. Na gut, dann gucken wir mal, dass wir hier... Ach, mehr Treibgut aus Temerien. ...wird an seiner Seite brennen. Dass wir hier jetzt schnell nach Krefels runterkommen. So. Stimmt. Ist ja ein komplett anderes Zeichen. Ich habe mich halt auf das eine Zeichen versteift. Aber ich meine, hier müsste auch noch irgendwas für die Wolfschule gewesen sein oder so. Können wir gleich auch nochmal gucken. Sagst du uns, wo das Geld ist? Ich will schick. Was hier mit der Wolfsschule? Ich gucke ja auf Skin immer mal nach, was wir als nächstes Quest machen, damit ich halt ein bisschen planen kann. Das kann ich gleich nochmal genauer gucken hier. Ich meine, das war hier in Krefels. So, aber erstmal hier. Wie kann ich helfen? Ich brauche eine Rüstung. Ja, so, Greifen haben wir komplett. Wir wollen jetzt aber die Katzenschulen aus Rüstung haben. Würde jetzt 12 mehr geben. Aufschlitzenresistenz. Gut, ich mache jetzt erstmal die grundlegenden Sachen. Das heißt Hose. Katzenhose. Oberkörper machen wir hier auch nochmal. Es fehlen Teile. Oh. Aber einmal kaufen ist kein Problem. Hat er ja zum Glück da. Auch hier nochmal. So. Also, mir fehlen noch die Stiefel. Mensch, da haben wir aber echt gut was zusammengesammelt. Wir könnten jetzt rein theoretisch die schon auf 23 machen. Dann würde sie ein bisschen mehr Rüstung geben. Also so wären wir jetzt bei 12 plus. Würde sich noch nicht lohnen. Das heißt, ich würde sagen, wir hauen sie jetzt schon mal auf 23 und nehmen dann halt die Katzenschulen-Ausrüstung richtig in Beschlag. Das heißt auch hier nochmal. Dann hier die Hose. Okay, und verbesserte Katzenhandschuhe. Das heißt, die zwei Level, die kriegen wir ja bestimmt noch hin. Das dürfte nicht das Problem sein.
Jetzt haben wir einmal eine komplette Katzenausrüstung schon mal. Und ab 23 geht das dann richtig los. Gut, aber das war jetzt erstmal das. Leb wohl. Jetzt will ich aber jetzt nochmal kurz gucken, weil ich meine, ich habe das gesehen, dass hier irgendwas war mit Wolfschule. Verbesserung der Wolfschulenausrüstung. Das Wolf? Tatsache, es war der Wolf. Setze deine Hexersinne ein, um das zu finden. Mhm. Dieser verfickte Kater. Können wir ja nochmal kurz gucken hier. Irgendwas habe ich hier somit nicht gesehen. Beim guten alten Baron. Mhm. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja. Das ist aber extrem gut versteckt, oder? Aber sehr gut versteckt. Das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, dass man hier unten runtergehen kann. Irgendwo knackt hier. Achso, die bauen oben. Mhm. Schema Heuler. Aha. Was haben wir hier? Das verbesserte Wolfs-Silberschwert. Okay. Ja gut, wie gesagt, was in Novigrad abgeht, da habe ich ja jetzt schon ein bisschen mehr Erfahrung hier. Kommen wir hier überhaupt durch? Mich ja mal interessieren. Jetzt sieht so aus, als könnten wir hier irgendwie durchschwimmen, aber nee. Oh. Oh. Da haben wir sogar noch verkettete, verrostete Truhen. Na gut, das Tauchen hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. So viel dazu. Gut, es sind jetzt schon wieder die Verbesserten und uns fehlen halt immer noch die Einfachen. Aber ich sag mal so, wenn wir es dann haben, dann können wir es gleich auf unsere Stufe angleichen. Somit wieder optimal. Und somit passt es eigentlich auch wieder. Verbesserung der Stiefel mit Hilfe der Hexersinne und Verbesserung des Brustpanzers. Gut, ja, jetzt kann ich nochmal gucken. Das wäre dann nochmal da unten und dort oben. Aber ich glaube, wir sollten dann erstmal... Nee, das war ja denn das, was jetzt noch fehlt. Das war ja jetzt nur noch das, was jetzt fehlt. Okay, gut. Haben wir schon mal die nächsten Sachen auf Liste. Ich würde jetzt aber mal gucken. Irgendwo hier war doch auch nochmal eine leere Kiste. Genau hier. Damit wir das einmal kurz weglegen können. So. Unser wunderschönes Lager. Ja, eigentlich könnte ich das Verbesserte erstmal weglegen. Jetzt die ganzen guten Rüstungsteile. Na, unser Lager sieht doch langsam schon ganz schön aus. So, vom Lager auch Gebrauch gemacht. Dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut, bevor wir uns in die nächste Sucht begeben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.